Mr. Benjamin Sachs wieder mit nicht filterfreiem Espresso, sondern mit koffeinfreiem Espresso. Ist das richtig? Du hast recht, ja. Sieht man das? Nee, aber das hast du letztes Mal gesagt. Ja. Man Stimmt, sieht's. immer noch. Willkommen bei. Immer noch Detox. Man sieht's. Wie lange machst du denn Detox? Das ganze Jahr. Also es gibt kein Ende, in Sicht im Moment. Es tut mir gut. Weniger Zucker, kein Alkohol, kein Koffein, ungesättigte Fettsäuren, also so ein paar Sachen, ein bisschen drauf achten. Schlaf, viel Sport, ja. Das heißt, du willst irgendwann aussehen wie Schadet nicht. Leini. Das ist der. In Ich habe Topform ein Ziel, sein. aber das verrate ich hier an dieser Stelle noch nicht. Oh, Das kommt irgendwann mal. Ihr werdet es erfahren, wenn einstellig ich was werden. sage. Einstellig werden. Neuen Weise Code. werden. Ja. So, Freunde, ich sage Buongiorno. Heute am 10.04. 20 Uhr und 8 Minuten Folge 227. Und wenn ihr euch fragt, ja, wo waren sie denn, die Buben? Seid schon ein paar Tage her. Ja, der Herr Barton und ich hatten, mach ruhig Werbung für Fritz Kohler, Benni, für uns, das ist gar kein Problem. Das ist fantastisch. Der Herr Barton und ich hatten ein paar Interna zu klären, aber jetzt steht definitiv fest, in unserer Beziehung ist er der Mann und ich die Frau. Das haben wir jetzt geklärt, jetzt kann es weitergehen. Meine Damen und Das geht Herren, nicht mit. mit Das geht doch dabei nicht ohne. natürlich unser Produzent, unser Außenreporter Christian Leini Barton. Ja, schönen guten Abend, die Herren. Wie gesagt, rechtzeitig Das zum Täuschen. Endspurt der Bundesliga sind wir wieder Ja, da. Es gibt viel zu ja. bequatschen. Und heute natürlich wieder, er hat ja gerade gesagt, wir kennen seit 40 Jahren dieses Jahr, seit 40 Jahren Palabe, aber es endet immer gut. Steffen, Headline. Ja, gut. Wow, Danke. geil. Ja. Geiler Geil, Typ. geiler Typ. Und meine Damen und Herren, ein lieber Freund aus Fechenheimer Zeiten, der das Ganze mittlerweile hauptberuflich macht. Also nicht nur koffeinfreien Espresso trinken, sondern auch im Fußball als Trainer, zuletzt Co-Trainer beim VfB und der Bundesliga. Bitte Applaus für Benjamin, Benny, wuhuhu, Sachs, meine Leite Damen. ihre Beziehung seit 40 Jahren. Also Leinis und Steppens Beziehung. Das hat er noch Ja. vergessen zu sagen. Da haben wir schon Ich einiges erlebt. moderiere sie seit 40 Jahren. Ja, genau. Der größte Kampf in meinem Leben. Seit 40 Jahren ziehe ich den. So, also, wo waren wir? Freunde, Ja, ja. und man muss auch sagen, das muss man wirklich sagen, also bei anderen Freundschaften oder Beziehungen hört man das ja anders, aber bei uns ist immer Frieden. Immer. Also wirklich, wir haben nie ein böses Wort füreinander, keine Nee, WhatsApp-Nachricht, nee. wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr. Nee, es ist alles immer so, wie es sein soll. Mein Lieblingssatz von meiner Headline. Was müssen wir jetzt damit sagen? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? So, Freunde, gestern Abend, Hallöchen! ich muss drauf kommen, gestern Abend Hallöchen! habe ich gedacht, ich sehe das falsche Spiel nach den letzten Bundesliga-Wochen. Die Bayern erfrischend da, englischen Fußball mitgespielt. Ich war ja völlig perplex. Ich habe gedacht, sind das die Bayern oder ist es die zweite Mannschaft gegen zweite Arsenal oder was? Arsenal, Benny, du bist unser absoluter Experte. Im Moment, sind sie noch Tabellenführer? Ich glaube, punktgleich, ne? Tabellenführer, aber du hast auch das falsche Spiel gesehen, weil das noch bessere Man City Ja, da, gewesen ja. gegen Ich Real Madrid. Also du hast das falsche meine, Spiel gesehen, Leini. ja. Ich kann es nochmal bestätigen, ja. Aber wenn du die Ich habe Bayern dann das gesehen zweite Spiel auch nochmal 90 Minuten geguckt. Also daher hast, kann ich das habe beide ich auch Spiele gehört, ganz gut Benni. wiedergeben. Ich höre Und ja täglich. dafür ist der Benni da. Wir lassen nämlich jetzt nochmal das Genau. Spiel laufen und der Benni erklärt uns die Szenen. So, viel Spaß. Genau. Ja, ich höre ja Elfmeter, 300. Elfmeter. Punkt. Ja, das war ein Elfmeter. Thema. Aber auch heute Morgen haben sie gesagt, in den ganzen Podcasts, die ich immer höre, die 430 am Stück morgens. Wenn du koffeinvollen Kaffee trinkst. Man City war das bessere Spiel auf Ja. jeden Fall. Aber Benni, die Naja. Bayern waren gestern, das waren nicht die Bayern der letzten Wochen. Also die haben, englischer Darf Fußball ich? ist eh anders, schnell. Bitte, Steffen. Nee, ich möchte vorab dem Experten zurufen, weil die Liga einfach nicht mehr heiß ist, aber die Champions League, da gelten andere Gesetze. Lieber Benjamin Sachs, und jetzt bitte Ihre Unterschrift. Wow, ihr habt alles schon gesagt. Ich kann nach Hause gehen. Schön. Das war's für Aber es hat heute. Bis Spaß nächste gemacht mit Woche. euch. War eine Tschüss, tolle danke. Sendung. Ihr habt die Fragen Ja. gestellt. Ihr habt geantwortet. Das war echt geil gewesen. Benny ist für Go die with the Optik flow. da. Aber Go ist with the doch so, flow. der ist doch so, dass man sagen muss, okay, in der Champions League ist einfach nochmal die Liga ist Aber ja, das ist für die was bringt Bayern, Bock's? Entschuldigung, das ist aber für die Bayern untypisch, dass sie sich schon 2, 3 Wochen hängen lassen und auf einmal so, wo es natürlich noch um was geht, aber so aufs Gas drücken. Also, boah, ich war beeindruckt nach den letzten Wochen. Benni, wie siehst du das als Trainer? Man darf aber eins nicht vergessen, wie viele Länderspiele, wie viel Erfahrung, wie viele Titel standen da auf dem Platz bei den Bayern. Also die Qualität ist ja unumstritten. Die haben sie ja schon Das oft ist. genug, sonst sehr oft, sonst wären sie ja nicht die, die sie sind. Nicht nur der Name, sondern auch die Spieler, die drinnen stecken. Deswegen war mir schon klar,
Also das war sehr klar, dass es anderes, ganz anderes. Die haben es natürlich auch gebetsmühlenartig, alle, ob Max Eberl, ob Thomas Tuchel, es ist ein anderer Wettbewerb, es ist ein anderer Wettbewerb. Bis der Letzte verstanden hat, stimmt ja, es ist ein anderer Wettbewerb. Aber das hat man gesehen, die haben Arsenal gut verhindert, weil ich habe Arsenal ein paar Mal gesehen, das war Hochgeschwindigkeitsfußball und in der besten Liga der Welt Erster zu sein, gegen Liverpool und City zu duellieren, das ist schon, da brauchst du nicht mehr zu sagen. Und sie haben die Arsenal sehr gut verhindert. Sie konnten natürlich auch mal ein bisschen tiefer stehen. In der Bundesliga müssen sie immer das Spiel machen. Das kam ihnen auch zugute. Siehe erstes Tor, ja, mit zwei Steckpässen dann auf Gnabry, mustergültig und auch irgendwie geplant. Also daher war das gut. Sie haben diese starke rechte Seite mit White, mit Ødegaard, der dann immer rüberschiebt auf die rechte Seite mit seinem linken Fuß, und Saka haben sie sehr gut kontrolliert, indem sie Gnabry sehr weit nach hinten fast in die Fünferkette gezogen haben. Und Leimer hat sehr viel gearbeitet und war total effektiv und war hat sehr viel Impact gehabt aufs Spiel und hat auch sehr viel verhindert, Löcher gestopft. Also das hat Arsenal schon auch sehr verhindert. Natürlich auch der Spielverlauf. Und daher, mich hat es nicht überrascht, weil Arsenal ist eine sehr junge, sehr dynamische, sehr aktive, sehr spielstarke Mannschaft. Aber es bei den Bayern, dieser Punkt Erfahrung hat man in dem Spiel gesehen. Und die wollen natürlich auch sich von den Jungen da nicht irgendwie überlaufen lassen. Also das war ja auch klar. Die wollen schon zeigen, ja. So, und dann haben sie im Rückspiel natürlich alle Möglichkeiten, aber Arsenal genauso. Und daher, das war ein schöner Fußballabend gewesen. Nee, vor allem musst du auch über die zwei Situationen dann, klar, kann man auch nochmal diskutieren. Ja. Für mich beides Elfmeter, also das erste, weil er in die Hand nimmt, da kannst du jetzt nicht sagen, das war ein Kids-Fehler gewesen oder was die auf Englisch dann, ja. Und beim zweiten, finde ich auch, an Saka, klar, der geht auch ein bisschen dann rein, aber trotzdem kannst du ihn auch geben. Aber gut, am Ende geben sie beide, gibt es trotzdem für jeden ein Tor, so geben sie nicht beide, ändert ja überhaupt nicht seine Ausgangslage. So. Unentschieden, es gibt nicht mehr diese auswärts erzielten Tore im Rückspiel, alles offen. Wir freuen uns auf nächste Woche, Mittwoch, 21 Uhr, Allianz Arena. Und ich hatte vor allem mit meinem lieben Freund Marcel Reif gewettet, der gesagt hat, ich glaube, der hatte getippt 3-1 für die, oder 2-1 für Arsenal. Ich hatte gesagt 0-3 für die Bayern. Das heißt, du kannst ja die Bayern gegen Heidenheim oder in Heidenheim nicht vergleichen mit den Bayern in der Champions League. Wo du sagst, die Liga ist jetzt 50.000 Mal nacheinander gewonnen, gut. Da fährst du nach Heidenheim, wo du sagst, okay, wir haben Champions League, ich möchte verletzungsfrei bleiben. Wir haben die Heim-EM, ich möchte verletzungsfrei bleiben. Da gehst du, da führst du dann 0-2 oder... Och, da machst du so ein bisschen Auslauf und sagst, ja, selbst wenn Heidenheim jetzt 10-2 gewinnt, was interessiert es mich? Dann hast du ein bisschen blöde Presse, hast du eher als Bayern-Spieler immer, I don't give a fuck. Aber Benni, an dich die Frage, oder generell an die Runde. Ich finde, diese Causa Tuchel haben die Bayern genauso schlecht moderiert wie die Causa Nagelsmann damals. Hätte man nicht, oder müsste man nicht eigentlich, wenn es jetzt keine Talfahrt ist oder Abschiedskampf, sagen, wir entscheiden über das Schicksal von Tuchel erst nach der Saison. Wir entscheiden nicht im Verlauf der Bundesliga und merken dann plötzlich, jetzt stell dir mal vor, der Tuchel schafft mit den Bayern doch noch den Champions League Titel und danach muss er gehen. Also machen die Bayern da nicht irgendwas falsch zu sagen, lass uns doch erstmal gucken, wie die Saison läuft, Pokal, Dings, international, und dann können wir entscheiden, ist diese Causa Tuchel eine Fehlentscheidung gewesen, dass man jetzt schon weiß, der ist gefeuert, und stell dir mal vor, mit dem gewinnen sie die Champions League. Ja, wenn den Henkelpott gewinnen, dann kann man so argumentieren. Man kann argumentieren, Klarheit schafft Freiheit. Finde ich immer ein schöner Satz. Geht mir so. Also, Klarheit geschaffen und weiß Bescheid für beide Seiten. Auch Thomas kann planen dann auch. Er will auch wieder irgendwo weiterarbeiten bei einem guten Verein. Also daher finde ich jetzt, steht da jetzt kein Problem unbedingt drin. Klar, die Presse, Boulevard, aber die lebt ja auch davon, von diesen hohen Runterschreibereien. Aber wenn wir uns jetzt einfach nur Fußball über Inhalt unterhalten, finde ich das jetzt, ist überhaupt gar kein Thema. Also Tuchel ist Vollprofi und die Spieler haben jetzt auch irgendwie kein Alibi, es kommt eh ein neuer. Also nee, und am Ende spielst du als Bayern-Spieler auch ein Stück weit gegen dich selbst, weil du bist auf so einem hohen Niveau. Das wissen die Jungs und ja, deswegen, muss man, ich will jetzt nicht sagen, Trainer wird überbewertet, aber... Aber muss man nicht sagen, dann machen, dass die Bayern eine Fehlentscheidung getroffen haben oder die Oberen eine Fehlentscheidung getroffen haben, wenn der Tuchel den Champions-League-Titel holt? War es dann nicht eine Fehlentscheidung, den so früh in der Saison zu feuern? Das weißt du ja vorher nicht. Und dass du bei den Bayern immer den Druck hast, ja, egal was du machst, das ist ja klar. Lustig finde ich nur, ich würde gerne die Herrschaften jetzt mal hören, die nach dem Heidenheim, nach der Heidenheim-Niederlage geschrieben haben, jetzt muss er sofort weg, Matthäus übernimmt und dann der. Was sagen die denn jetzt? Das ist Boulevard. Und das war gestern, für mich war das gestern
wenn du die Umstände anguckst, auswärts in England, wo eben ein Stadion ganz anders ist als hier, die haben 20 Eintracht-Stimmungen quasi, was wir nur einmal hier haben in der Liga. Und der Fußball ist schnell. Das hat mich, Benni, das 2-2, One-Touch-Fußball, bam, bam, es war schöner Fußball. Und die Bayern haben, obwohl die Statistik, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, klar für Arsenal spricht, sehr, sehr gut gespielt und mitgehalten. Und ich glaube, diese Kritiker haben gestern da gehockt und dachten, oh fuck, was machen wir denn jetzt? Weil das war für mich überzeugend, der Fußball. Arsenal ist Tabellenerster, die englische Premier League ist die beste der Welt. Ganz kurz nur 13-8 Schüsse für Arsenal, Pässe 527-365. Ballbesitz 59-41 und eigentlich denkst du, oh, da haben die bestimmt 3-1 gewonnen. Bayern hat gut mitgehalten. Die mussten defensiver agieren, klar, logisch, wie Benni es gesagt hat. Da kannst du nicht nach vorne spielen die ganze Zeit. Aber bis auf Davis, fand ich, haben es alle gut gemacht. Also auf Davis würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Aber ja, ich war nach dem Spiel echt, dachte ich mir, puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, die wollen sich international präsentieren. Der Benni wartet auf eine Frage. Wie hast du das denn gesehen, Steffen? Benni, ich wollte fragen, wen siehst du momentan als, weil jetzt die Liga ist ja so ein bisschen durch und Pokal. Ach, mal schauen. Aber gehen wir mal davon aus, dass Leverkusen. Was meinst du denn Champions League? Wen hast du denn jetzt gerade? Also, Abend sind natürlich, also wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, Dortmund in Madrid und vor allen Dingen PSG Barcelona. Können wir noch nicht, können wir nur quasi in die Glaskugel schauen. Aber hast du eine Tendenz oder eine Mannschaft, die du momentan präferierst für den Sieg der Champions League? Ja, bei den Mannschaften kannst du echt, das ist jetzt keine Phrase, aber jede werden. Aber so mein Ding ist schon Manchester City. Weil sie es letztes Jahr gewonnen haben und dann jetzt nicht mehr so diesen absoluten, was jetzt Guardiola muss jetzt immer das Ding mal gewinnen. Jetzt haben sie vielleicht schon ein bisschen mehr Leichtigkeit. Mindestens war das jetzt auch zu erkennen gegen Madrid zum Beispiel. Und sie haben einfach eine fantastische Mannschaft, fantastische Spieler, einen guten Trainer und sind es gewohnt, auf dem Niveau zu performen. Also City würde ich schon nochmal ein Stück, ein kleines bisschen vor Real sehen, ein kleines bisschen auch vor Arsenal. Auch wenn es der Liga, glaube ich, jetzt gerade einen Punkt hinten dran ist, aber und auch vor den Bayern, sowieso vor Dortmund, Atletico, Paris und Barcelona. Deswegen und in zwei Spielen sehe ich City echt als den Favoriten an. Klar, im Endspiel kann dann immer in einem Spiel irgendwie alles, aber City, Kader und auch wer da noch auf der Bank sitzt, klar, das hast du bei den anderen Mannschaften auch, aber das ist ja bei City unfassbar einfach. Ja. Wo ist dieses Jahr? Also City Endspiel? Ist für mich mein Favorit. Stimmt, wo ist das Endspiel? In Istanbul, München? Nee. War das in Istanbul? Das Endspiel, ich gucke gerade mal. Istanbul nicht? Ich schau mal nach, Istanbul. Das kann sein. Road to Istanbul. Aber nicht, dass es auf einmal in Istanbul nach 5 Minuten abgebrochen wird auf einmal. Naja, sehr. Ja, geht schon wieder ins Boulevard. Ja, wollen wir, lass uns kurz mal einen Schwenk machen zu den anderen Themen, die wir so haben, weil wir natürlich gleich Champions League gucken wollen in voller Gänze. Ja, was haben wir? In Wembley ist es. In Wembley? Ja, klar, deswegen wurde ja spekuliert, Dortmund, Halbfinale, Bayern. Ja, in Wembley. Stimmt, genau. Steffen, ganz kurz, ich würde noch einen Satz von Benni zu Davis, der 20 Millionen Davis. Jahresgehalt fordert, sonst geht er zu Real. Oh. Also in den letzten Spielen habe ich nicht viel von ihm gesehen. Zumindest nicht das, was er vorher schon mal oft gezeigt hat. Ja, Davis, super schneller Spieler, kommt mit der schnellste Spieler in Deutschland, aber auch in Europa dann. Und hatte ja natürlich mal eine gute, sehr gute Phase bis vor seinen Verletzungen, muss man schon sagen. Jetzt kommt er noch nicht so in Rhythmus. Gestern hat er Probleme gehabt, aber gegen Saka hat jeder Spieler der Welt Probleme, haben ihn jetzt auch nicht so supportet. Es wurde dann besser, ein bisschen mit Spieldauer. Aber der braucht einfach Spielrhythmus, das hat er gerade nicht. Und wenn er das Geld fordert und die Bayern zahlen es wahrscheinlich nicht, dann wird er zu Real gehen. Da spielt er gegen Mendy im Battle, wer spielt. Aber defensiv hat er schon immer seine Probleme gehabt, um es jetzt kurz zu machen. Also er war immer ein Spieler, der nach vorne mit seinem Tempo und so gekommen ist und seine Stärken ausgespielt hat. Aber defensiv hat er mir nie so gefallen, muss ich sagen. Wenn wir gerade bei den Personalien sind, FC Bayern, Kimmich, was meinst du? Immer wieder Thema, auch mit seinen Aussagen. Würdest du Kimmich raten zu sagen, gestern war es auch nochmal großes Thema bei Amazon Prime zu übertragen. Amazon, ja. Kimmich eher bei den Bayern bleiben oder soll er den Schritt ins Ausland wagen? Wäre das gut für die Liga, nicht gut? Wäre das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen für seine Weiterentwicklung? Was meinst du? Ich denke, es ist so ein bisschen wie Toni, der dann auch irgendwie in Deutschland, der Querpass Toni, und dann ist er nach Spanien gegangen, der Rest ist bekannt, ja. Also, und Joshua wird auch sehr kritisch hier gesehen. Klar, da war so Corona damals, hat er dann abgelehnt und so weiter. Und er ist ja auch mal so ein bisschen Nörgler, gell? Nie zufrieden und immer was zu meckern. Und,
Ich glaube, es wird ihm gut tun, von der Persönlichkeit, aber auch mal hier in Deutschland hat er irgendwie auch so ein bisschen seinen Ruf. Er hat 300 Spiele gemacht für Bayern, habe ich gestern gehört. Wie krass, oder? Wieso sollte er nicht mal zu Manchester City gehen, zu Guardiola, ja? Oder zu Barcelona? Da irgendwie, also ich sage jetzt mal Spanien ist er und England, klar. Also, und die würden ihn alle mit Kusshand nehmen. Er ist nicht zu alt, er ist nicht zu jung. Genau. Also Guardiola hat ihn ja in München trainiert, auch gefordert und gefördert. Also das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, einfach City. Ja. Arsenal könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Haben sie natürlich auch ein geiles Mittelfeld, aber Jorginho wird jetzt auch nicht noch so lange spielen. Also warum nicht so Mannschaften, ja? Und das würde ihm einfach gut tun. Und klar, die Bundesliga wird einen guten Spieler verlieren. Das kannst du immer argumentieren. Ja, aber der ist teilweise schon in dieser... Der ist so ein bisschen in dieser unfairen Schublade drin, wo du sagst, einerseits willst du immer Typen haben, die den Mund aufmachen und hörst du Kimmich, verdrehen sie alle die Augen und sagst, das ist einfach ein, also, ja, also, Entschuldigung. Ja, ich würde es ihm auch haken, geh ins Ausland irgendwie, da gibt es auf jeden Fall noch Verein und für die Weiterentwicklung. Arsenal. Also, ich glaube, für den in England zu spielen, ich glaube, dem Kimmich kommt dieser englische Fußball sehr entgegen. Also wirklich ein bisschen zweikampfstark, schlimmer. Auf jeden Fall. Tough, genau. Ja. Lass uns kurz mal gucken, bitte. Wir haben so viele Themen, aber aufgrund der Zeit. Kurz mal, ihr seid öfters im Stadion als ich. Forza SGE, ich habe jetzt das Spiel gesehen, das letzte, auch da wieder gegen Bremen. Es ist Platz 6, man kann jetzt nicht großartig sich beschweren, aber der Fußball ist jetzt einfach, also natürlich ergebnisorientiert und es geht um die Punkte, aber der Fußball ist die komplette Saison nicht, also kein Fußball, der mich jetzt zu Begeisterungsstürmen hinreisen lässt. Ihr seid öfters im Stadion. Was sagt ihr zum Fußball? Wie seht ihr die Eintracht gerade? Steffen und ich gehen ja, wir müssen uns ja abwechseln, wenn wir ins Stadion gehen. Akkreditierungsweise. Also es ist nur einer erlaubt. Mittlerweile nur ein Plätzchen haben wir. Mittlerweile streiten wir schon, wer gehen muss, weil keiner. Nein. Komm, geh du, Leverkusen kommt drauf. Nein, das stimmt so nicht, aber ich sag mal so, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt und immer diese Punkteholerei, zweite Unentschieden in Folge, davor verloren, wieder unentschieden. Ja. Das Ding ist aber das, wie ist denn die Eintracht in der Rückrunde normal? Viel, viel schlechter und das sind sie auch nicht. Also es ist okay, nee, Platz 6. Es geht jetzt auch, glaube ich, gar nicht darum, dass man so erfolgsverwöhnter Fan ist aufgrund der letzten Jahre, aber der aktuelle Fußball ist jetzt einfach, kann man so sagen, ja, es ist jetzt einfach nicht, ich glaube, man könnte attraktiveren Fußball spielen. Ich finde den irgendwie so Mittelklasse zweite Liga. Wenn ich sage es ganz einfach und du korrigierst mich, haust drauf oder stimmst mir zu, Kolo fehlt immer noch, fertig. Bis nach vorne, das, was ich gesehen habe, nicht in jedem Spiel, aber meistens bis nach vorne ist es gut, aber der Abschluss fehlt halt. Da hast du wieder die 90er-Eintracht, die versucht hat, den Ball ins Tor zu tragen und da fehlt einfach ein Stürmer, der gewitzt ist, der Schneid hat und der Erfahrung hat. Das fehlt einfach so. Benni? Ja, die Stimmungslage ist irgendwie, wenn ich jetzt mit den Eintracht-Fans halte, nicht so gut. Die Energie ist nicht so gut, obwohl die Platzierung okay ist. Mit dem Umbruch darf man nicht vergessen. So ein Kolo ist einen Tag vorher dem Trainer weggebrochen. Also so ein Spieler, mit dem du voll planst, wird auf einmal über Nacht in der letzten Stunde des Transfersfensters verkauft. Und der ist einfach mal 30 Tore bzw. Scorer noch weggegangen. So, und das ist dann ein Riesenumbruch für einen Trainer, der ja voll die Planung mit Kolo gemacht hat. Und das ist dann für Dino nicht so einfach gewesen, dann noch als Newcomer in die Position als Cheftrainer zu kommen bei Eintracht Frankfurt, die dann die Erwartungen sind höher geworden mit dem Europacup-Sieg. Und das in der Summe mit den ganzen Neuzugängen, mit den Spielern, die Neuzugänge sind, aber lange nicht gespielt haben, wie der Franzose Ekitté, heißt der? Ekitté, ja. Der vorwärts genauso beschrieben wird wie rückwärts. Okay, ja. Das war ein Hardfact, Herr Barton, vielen Dank. Ah, okay. Lass es kurz wirken. Ja, okay. Das ist die Leute beschäftigt, ja. Koffeinfreier Espresso. Ah, okay. Also sie haben einige geholt, auch von Man United, den Spieler, der jetzt lange nicht gespielt hat. Und dieser Umbruch, um das jetzt mal rund zu machen, der geht halt nicht, auch wenn die Fans und das Umfeld und der Management und alle und Soforterfolg und Fußball ist Tagesgeschäft und so, bla bla bla, sondern das ist halt wie immer. Du gehst halt eine Lernkurve und das dauert und das brauchst du Geduld und Zeit, das will keiner hören und keiner sehen. Die Leute wollen ein Stadion, wollen 3 Punkte, wollen spektakulären Fußball, wollen viele Tore, wollen keinen kassieren. Und diese Unzufriedenheit ist ja in Deutschland auch so ein bisschen am Meckern, also so ein bisschen, war jetzt doch nicht so gut und so. Also daher, das spielt dann leider für so Trainer, ist dann ja nicht so einfach. Und da muss man dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Trotzdem sage ich auch, ja, es gibt ja die andere Seite. Der Fußball ist halt nicht
so, wie du in Frankfurt spielen solltest. Also in Frankfurt brauchst du Aktivität, Intensität, Tempo, Torraumszenen, ja, dass du die Zuschauer mitnimmst, ansteckst, das Stadion anzündest, das brauchst du. Und das fehlt. Das ist so eine Attitude, die ich jetzt auch nicht sehe und ich auch nicht weiß, ob sie noch kommt. Klar, man kann immer sagen, der Kader ist gut aufgestellt und so weiter. Ja, man wird jetzt sehen. Im Sommer, da muss schon mehr kommen, finde ich jetzt auch. Also, du kannst auch mal ein Spiel verlieren, du kannst auch mal, aber es ist so ein bisschen, der Fußball ist echt so, ja, passiert nicht viel bei der Eintracht jetzt gerade. Das kann wo du dann Spiele gegen München hast und dann sagst du, wie das Potenzial ist ja eigentlich genau, da. Genau, ach da, schau, auf einmal. Da ist ja irgendwas und gegen die großen Vereine ging es ja irgendwie auch gefühlt ein bisschen besser. Auch die Torchancenverwertung ist gegen größere Vereine besser, was mir wieder sagt, dass die Spieler anscheinend fokussierter sind gegen die Top 4, Top 5. Also es ist was da. Ja, jetzt spielt man die Saison hoffentlich dann mit Ende dann Conference League oder vielleicht Europa League, je nachdem, wie dann das ausgeht, die Gesamtsaison. Man kann ja auch in die Europa League kommen, wenn eine gewisse Konstellation kommt. Stimmt, dann ist Platz 7. Ja, genau. Dann müssen natürlich alle liefern dann ab Sommer, ja, nach dem Sommer, in der neuen Saison. Deswegen, jetzt kannst du es echt mal so, und es ist auch mal schön, dass du den Trainer einfach auch festhalten und nicht jetzt wieder wie im, wo war es jetzt, in Bochum, der Trainer holt die da aus dem 18. Platz mit einem Punkt raus, der letzte, so, spielt eine Top-Dings-Rückrunde. Jetzt hat er halt mal 3 Spiele gegen Aufsteiger nur einen Punkt geholt. Ja, es war nicht gut und so weiter. Aber jetzt schmeißen sie den raus. Ich verstehe. Das wird bestraft. Und wie Benni sagt, Steffen, deine Meinung möchte ich natürlich auch hören, Steffen, oder wollen wir hören. Aber das ist Ding, meiner Meinung nach, dass der Kaleitz sich so schwer verletzt. Okay, der war verletzungsanfällig, das ist klar. Aber dass es so schnell passiert, damit kannst du nicht rechnen. Und bis zum Strafraum ist gut. Die Abwehr steht auch gut, wenn der Tuta nicht gerade mal durchdreht. Das Mittelfeld, der Marmoush, ist für mich ein super Spieler. Der soll bleiben. Der spielt den Pass. Aber es ist halt kein Stürmer. Und dafür hat er schon gut Tore geschossen. Es fehlt der Stürmer. Ich kann im Endeffekt das unterschreiben, was der Benni gesagt hat. Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um die Titel und irgendwie, ich meine, die Eintracht hat ja wirklich im Laufe der Jahrzehnte echt alles gelebt, aber diese DFB-Pokal-Leidenschaft und diese internationales Geschäft-Leidenschaft, die fehlt halt einfach gerade, dass du wirklich sagst, okay, und dann schlägt es aber ganz schnell auf die Ränge über, du hörst es auch viel in den Kommentaren im Internet, dass es ist mir einfach gerade so müdes Gekick, es wirkt alles sehr satt, es wirkt so ein bisschen behäbig, es wirkt jetzt nicht so, als wären klar definiert, dass die Eintracht sah vor 2-3 Jahren schon mal viel, also wirklich leidenschaftlicher, mit Temperament, mit wirklich, also dass du das Gefühl hast, die sind dann 90, 95 Minuten am Puck, der Trapp wirkt immer so, als wollte er gucken, der hält den Kopf immer so, dass seine Haare nicht, dass seine Frise da nicht auseinanderfällt, der Götze, ich finde Kommentare unglücklich wie ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht bei der EM dabei bin und so, ich finde das alles so ein bisschen, ja, mir wirkt das gerade so ein bisschen behäbig und dass man so, ja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Kredit bei den Fans und wir sind auf Platz 6 und damit ist doch eigentlich alles ganz cool, hätte ich mir mehr gewünscht. Ich wollte mal in die Runde fragen, weil ich war erstaunt, als die Personalie zustande kam und ich bin jetzt erstaunt, wird es Hertha BSC Berlin jemals wieder schaffen, halbwegs seriös zu sein? Jetzt haben wir Paldat, die Frage an den Trainer, würdest du zum dritten Mal... Gut, dass du es fragst, ja. Würdest du zum dritten Mal zum gleichen Verein gehen, hast du da nicht vorher schon das Gefühl, also wenn es zweimal nicht geklappt hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt durch die Decke gehe? Also Paldat und Hertha BSC Berlin, ist das eine Farce? Kann man das nachvollziehen als Trainer, dass man sowas macht? Wie siehst du das bei dir? Geht nicht mit und geht nicht ohne, aber er ist ja bei Hertha noch einen unbefristeten Vertrag auch als Jugendtrainer. Wird ja auch in Berlin bleiben. Ich glaube nicht, dass er einen anderen Club irgendwie übernimmt. Und es ist natürlich jetzt auch dieses Thema mit der Pressekonferenz und mit dem, klar, Kicker ist ein Fachmagazin, ich lese es ja auch, weil es ja schon auch seriös ist und gute Informationen rausziehen kannst. Aber natürlich greifst du, wenn du dann sagst, der Trainer hat kein Konzept. Das ist natürlich schon eine Majestätsbeleidigung. Also Schlimmeres kannst du dem Trainer nicht sagen. Kann ich aus eigener Erfahrung reden. Nicht, dass mir jemand gesagt hat. Aber wenn du sagst, der Trainer hat, das ist schon hart. Und vor allen Dingen, klar, ist Berliner Weg ist jetzt nicht sein Pal Dardai, sein Konzept. Und man kann über Pal Dardai kann man jetzt stundenlang diskutieren als Trainer. Was er gut und was er weniger gut hat, ja jeder. Aber dass du als Kicker-Redakteur das ihm sagst, so in der Presse, und das macht ja auch was mit den Spielern, mit dem Umfeld. Ne? War das einer vom Kicker? Ich dachte, das sei so Regionalpresse Berlin gewesen. Nee, ich habe die Pressekonferenz gesehen, ehrlich. Das macht ja auch was, das lesen ja auch andere Leute und das sorgt für so eine negative Stimmung und so im Verein. Die Leute, ja, stimmt ja vielleicht. Vielleicht hat er echt kein Konzept. Sagt ja der Mannschaft ja echt keinen Plan vorm Spiel und so. Und das geht natürlich nicht. Und das darfst du auch nicht immer gefallen lassen. Und dann hat er halt eine Frage gestellt und der wollte nicht antworten. Dann
noch einer, dann hat er die Paul, ich mache hier nur meinen das kann Job. Man, das kann man ja sagen, genau, das muss er souverän sein und der Trainer muss da drüber stehen. Der Trainer muss sich dann indirekt heißt, der Trainer muss sich alles gefallen lassen, weil er verdient ja gutes Geld und so weiter. Aber Paul hat da seinen eigenen Kopf und ist dann gegangen. Und dann hat er aber noch den Verein, darauf wollte ich jetzt noch kurz hinaus, der Sportdirektor Benjamin Weber. Das sind halt alles nicht mehr diese Sportmanager von früher, wie Alofs und Co., sondern das sind eher so ein bisschen, ja, die haben halt, früher gab es ja schon Kalmund und so, diese erfahrenen, ja, mit Ecken und Kanten. So, und dann hat er das auch nicht so klares Bekenntnis zum Trainer abgegeben. Gell? Wir haben es intern behandelt, dann haben wir wieder nachgefragt. Intern, die hätten ja mal sagen können, also das würde ich mir als Trainer mal wünschen, dass dann ein Manager hinter dir steht und sagt, hier, das war jetzt auch vom Reporter nicht gut, einfach den Trainer da anzugreifen in seinem Hoheitsgebiet, dass er kein Konzept hat und das können wir auch als Verein nicht akzeptieren. Das wäre jetzt mal eine klare Aussage nach außen gewesen von dem Verein. Kam jetzt auch nicht, da habe ich ein bisschen drauf geachtet. Deswegen, du, klar, es wird jetzt ein bisschen hochgepusht. Und ob er jetzt bleibt oder nicht, ich denke, er hat jetzt weniger Zukunft. Die Mannschaft ist ja schon ganz gut besetzt, ist jetzt nur Achter. Ja, er wirkt natürlich ein bisschen wie so ein, klar, manchmal kann das jetzt auch wieder so sein, ein bisschen beleidigt. Aber okay, du bist ja auch nur ein Mensch, der Trainer. Ja, daher, ja. Ich glaube, er hat keine Zukunft. Ich finde es halt so ein bisschen diese Kümelei, dann hat er seine Söhne noch mit dabei, jetzt hat er irgendwie noch der Torwart ist sein Neffe, ach, sei es wie. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Herr Bartl, hast du noch was? Gut, dass ich zu dem Thema jetzt nichts sagen muss. Ich war voll im WrestleMania-Modus. Ich habe von der zweiten Liga nichts mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade. Es tut mir leid, ich weiß, wir sind ein Fußball-Podcast. Ich habe mir die Bundesliga angeguckt, aber ich war voll im Schlammcatchen bei OnlyFans. Ja, ich war komplett im WrestleMania-Modus. Erste Liga heißt es. Bitte? Zweite Liga guckt er gar nicht. Guckt nur erste Liga. Ich gucke immer zweite Liga, aber dieses Mal nicht, weil ich war bei Cody Rhodes. Und so, ich hätte noch was. Und zwar, ich habe gerade gelesen, also für die YouTube-Schauer, ich gucke hier nicht aus Langeweile aufs Handy, sondern gerade bei Champions League-Abenden schaut man immer, wenn man kurz vorher aufnimmt. Und jetzt lese ich gerade, Nübel verlängert bei Bayern, bleibt aber noch ein weiteres Jahr in Stuttgart. Ja, habe ich auch. Gute Entscheidung, gute Leistung, die er bringt. Stuttgart top dieses Jahr. Da kannst du richtige Entscheidung, super. Ja. Wir bräuchten jetzt mal einen, der. Ach, da sitzt er ja, Benni, Stuttgart. Ja, so, seit wir wechseln läuft. Jemand, der Ahnung hat. Seit wir wechseln läuft es in Stuttgart. Ja, gell? Ja. Erkläre mir doch den Stuttgart-Weg. Kam es. Bleibt es nächstes Jahr so oder ist das jetzt nur so eine Eintagsfliege der VfB? Da meinst du, die können sich da wirklich da mal oben festsetzen? Das ist die Befürchtung. Befürchtung, also jetzt haben sie natürlich das Momentum, der Begriff ist ja öfters gefallen, aber ist ja auch so, sie haben natürlich Spieler geholt, die wie Stiller, wie Mittelstädt, wie Nübel, wie Undarf, also mehr einschlagen kannst du ja gar nicht, das die sind ja alle von 0 auf 100, muss man echt sagen, wirklich von 0 auf 100 und das läuft denen auch rein und die haben eine tolle Spielweise. Wo, klar, jetzt ab der neuen Saison wird es natürlich anders werden. Die werden anders wahrgenommen, die werden anders gespielt. Die Gegner werden sich andere, bessere Strategien auch noch einfallen lassen, weil es gibt schon Maßnahmen, wie du sie auch verhindern kannst. Das haben jetzt die Vereine noch nicht so ganz analysiert, so im Detail, wie du gegen Stuttgart spielen musst dann. Aber das wird natürlich neue Saison ganz anders sein. Und dann auch mal Abgänge, ob dann der eine andere dann bleibt, weil Begehrlichkeiten wecken, der Fluch der guten Tat. Der eine andere wird mit Sicherheit gehen, wobei es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, Undarf können sie für 20 dann holen, müssen sie aber auch erstmal das Gehalt, da kostet auch nochmal 5 Millionen, müssen sie auch dann bezahlen. Guirassy hat ja immer irgendwie eine Ausstiegsklausel, so gefühlt jeden Monat. Weiß nicht, was für einen Vertrag der hat. Der kann ja jeden Monat irgendwie aus dem Vertrag raus für 20 Millionen. Ich wundere mich immer, dass keiner ihn rausholt. Ist ja jede Woche gibt es da irgendwie neue Wasserstandsmeldung, aber der kann natürlich auch gehen. Chris Führig hat Begehrlichkeiten geweckt, spielt ja auch die Saison seines Lebens. Also du, das ist jetzt im Moment ich will nicht sagen am Optimum, das wird der Trainer mit Sicherheit jetzt anders sehen, dass da noch was möglich ist, muss er auch schwer zu wiederholen. Wobei ich es ihn auch nicht so in der Art zugetraut hätte vor der Saison. Aber das ist ja klar, das hätte ja keiner wahrscheinlich. Selbst der Trainer hätte es wahrscheinlich nicht zugetraut. Glaube ich auch nicht. Wenn er mal ehrlich zu sich ist. Aber das ist eine einmalige Kiste jetzt. Da müssten sie jetzt alle halten können oder 90%, dann okay. Aber die spielen dann auch Champions League, dann nochmal eine andere Belastung. Du, die machen es hervorragend, aber die anderen werden aufrüsten. Leipzig wird aufrüsten, Dortmund wird ausrüsten, die werden sich nicht gefallen, hat Bayern sowieso. Ja. Ja, aber auch dann so Wolfsburg, Frankfurt, da kommt schon was dahinter. Mhm. Also Hoffenheim. Ich bin gespannt, wenn das jetzt so weitergeht. Gut, diese Saison wird keine Krise mehr passieren.
Aber wenn der Verein mal eine Krise hat, wo sie wirklich 5, 6 Spiele nicht gewinnen, vielleicht sogar alle verlieren, das kennt diese Mannschaft nicht, das kennt Sebastian Hoeneß nicht. Da wird es auch mal interessant. Aber ich finde, also sensationell, was die da machen. Und Hoeneß hat ja auch in Hoffenheim schon ein bisschen was gezeigt. Also freut mich, dass das ein super Trainer ist. Apropos Wrestling, jetzt lese ich gerade, kommt gerade ein Ticker rein, ein News-Ticker, Ronaldo will auch Wrestler werden. Naja, wenn wir verfolgen, mal gucken, wie das wird. Was war denn da los, der Cristiano? Hat er sich ein bisschen gekloppt auf dem Platz, war ein bisschen ungehalten. Hat es jemand gesehen, Ronaldo macht... Nee. Ehrlich? Müsst ihr mal Ronaldo am besten Wrestling eingeben? Da hat sich so ein bisschen gewehrt. Irgendeiner wollte ihm unverschämterweise den Ball aus der Hand. Hat er mal kurz so einen Bock, hat er rot bekommen und so. Naja, sei es wie. Du siehst ja das Bock kein mehr. Ja. Das hat keiner mitbekommen. Bei der Bild gesehen. Lass uns doch gerade mal schauen. Also je nachdem, wann ihr das natürlich hört. Bitte liken und teilen und abonnieren. Und vor allen Dingen abonnieren. Bitte den YouTube-Kanal abonnieren. Sehr, sehr gerne. Abseits Fußball-Podcast. Wir sind bei TikTok. Abseits der Fußball-Podcast. Wir sind bei Insta. Bei Insta erfahrt ihr immer alles von uns. Also folgt uns bei Insta. Ganz, ganz wichtig, Abseits der Fußball-Podcast. Lass uns jetzt gerade mal, wir nehmen auf am 10.04. vor den Spielen. Wie sind denn, Benni, wie ist denn dein Tipp für die Champions League, Barca, PSG und Madrid-Dortmund? Was sagt denn dein... Ich gucke gerade, ob es irgendwas Neues gibt, aber ist nichts. Benni, bitte. Hab die Aufstellung nicht gesehen, die ist natürlich immer wichtig, wer so spielt. Gut, Dortmund kenne ich gut, Atletico im Prinzip auch. Es ist natürlich dort in Madrid zu spielen, ja, also... Da gibt es schönere Plätze. Voilà. Also gibt's, es ist, du spielst ja nicht nur gegen Rings, du spielst gegen Stadion, gegen Simeone und so. Das ist natürlich eine Mannschaft, die ist mit allen Wassern gewaschen, abgezockt, harte Mannschaft, ja, richtige Männermannschaft, wie man so schön sagt. Und ich finde halt, Dortmund hat kein Spiel. Das stört mich schon die ganze Saison, muss ich sagen. Wenn ich hier gucke, für was steht Dortmund? Wo ist denn hier das Spielkonzept? Sehr. Was spielen sie? Wollen sie umschalten? Wollen sie den Ball haben? Wollen sie... Aber in der Champions League haben sie es bisher gut gemacht. Das muss man auch sagen zu dem Ganzen. Ja, ist auch ein Teil der Wahrheit. Und da zeigen sie auch ein anderes Gesicht. Ja, wieso auch immer. Ich glaube, das kann man nicht mal analytisch auflisten. Das ist irgendwie, ja, ist halt so. Muss man auch mal akzeptieren. Trotzdem sage ich, in beiden Spielen ist dann schon Atletico irgendwie mein Favorit. Haben auch einen tollen Kader und alles. Sehr erfahrene Mannschaft. Also es sprechen viele Dinge für Atletico. Aber das Einzige, was vielleicht für Dortmund ist, dann nochmal das Rückspiel in Dortmund, wenn sie jetzt ein gutes Ergebnis erzielen, jetzt dort, dann spielen sie das zweite Spiel in Dortmund. Ja, aber ich habe diese Mannschaft, ich hab nichts über für diese Mannschaft in Dortmund. Weder Fisch noch Fleisch. So ich guck gerade auf die Aufstellung. Füllkrug im Sturm, links Sancho, rechts Adeyemi. Tempo an den Seiten, klar. Schlotterbeck. Sabitzer und Mecker im Mittelfeld. Can. Wer? Marz. Mecker. Mecker. Der Felix. dann Can hinten dran. Also laut Kicker die Vorläufige. Links in der Abwehr Marzen. Schlotterbeck, Hummelt, Ryerson. Ryerson oder Ryerson? Ja. Ryerson. Aber ich weiß, warum Dortmund heute gewinnt, weil Loredana ist mit dabei. Kobel. Loredana ist mit dabei. Kobel im Tor, ja. Dafür hat die WrestleMania-Woche noch gereicht. Bitte? Griezmann bei Atletico. Lass mich gerade schauen. Ja, Griezmann, Morata vorne. Ja, das ist ja allein schon, das ist ja schon Qualität. Also, ich sage, es gibt im Hinspiel ein glasklares 4-0 für Madrid, Rückspiel 0-0 und tschüss Dortmund. Aber die nehmen Dortmund auseinander. Ich schaue jetzt mal komplett einen raus, wo ihr könnt euch von mir jetzt in die Hose pingeln vor Lachen. Als rauskam, dass Tuchel geht, war der erste Gedanke von mir, wenn sie einen ausländischen Trainer holen, wird es Diego Simeone sein. So. Der ist schon so lange in Madrid, warum nicht? Nein. Meinst du nicht, Benni? Der passt vom Typen her gleich zu aggressiv. Deswegen, ja. Der haut mal richtig. Ja, der Eber wurde ja gestern schon wieder ins Kreuzverhör genommen und macht es immer ganz geschickt. Ich habe es gestern gesehen. Ist der Hallo. Eber liebe Podcast-Hörer, bitte mal bei YouTube einschalten, Minute 34. Eber ist dann in der Expertenrunde mit Matthias Sammer und der jungen Dame, wie heißt du nochmal? Wer war noch dabei? Auch in Arsenal gespielt hat. Aber ja, genau. Also sitzt da und der Typ von Amazon Prime, also so. Und dann ist er die ganze Zeit und dann sagt er nichts. Und was er aber macht, ist, bei der Antwort, ja, das würde ich Ihnen aber jetzt auch verraten. Und lacht halt immer so in die Runde so. Und sucht so Mitlacher. Und dann der Sammer irgendwann so, oh, geh mir nicht auf den Sack. Und dann, naja, aber Sie werden die Ersten sein, die es erfahren.
und guckt immer so in die Runde und sagt, ah, ist ein Rhetorikprofi, der weiß genau, wie er es meint. Aber sagt, nicht der Beste. Die haben das schon längst, oder, also könnte ich wetten, dass sie schon längst einen haben. Ja, ja. Wenn der, die werden das Thema finden. Noch gar nicht aufgemacht. Ich hoffe, das Thema kommt von euch. Ich bin vorsichtig bei dem Thema. Also ich persönlich bin vorsichtig bei dem Thema Trainer Bayern, weil es mir im Moment mir persönlich unheimlich auf den Sack geht. Okay. Aber wir können natürlich noch 5 Minuten drüber diskutieren. Ich habe jetzt, außer Simeone, habe ich jetzt keinen Favoriten. Es sind viele gute Trainer dabei. Der Italiener, Benny, wie heißt der nochmal? Der ist, glaube ich, wo ist er bei? De Zerbi. Wo ist der Trainer? De Zerbi. Bei Brighton. Bei Brighton and Hove. Der wird gehandelt. Kenne ich jetzt nicht. Nicht Mourinho war auch schon mal, ist auch schon mal so das Stadion gehuscht, irgendwie als Gerücht. Es kann für mich als Trainer vom FC Bayern München, neben Benjamin Sachs, kann es nur einen geben. Und zwar. Jetzt kommt. Aufpasse. Jupp Heynckes. Jetzt warte mal ab, jetzt sagt, so. jetzt sagt der Benny gleich, ich weiß schon, dass es Labbadia macht, ich gehe auch nach München. Nein, ja, der kann ruft nur, mal an jetzt, der Uli, danach im Spiel gegen Heidenheim, dann aber kurz nach London nur, für 2 Spiele gegen Arsenal. Oder mehr. Ja, so, stimmt, der ist ja auch noch auf Merck. Zinedine Zidane ist der einzige Trainer mit Format. Das ist so ein bisschen, ja genau. Das ist nur so der Name, die, nur der Name. Die Leverkusen-Version dann sagen, du hast einen Spieler mit Format, mit internationalen Erfolgen, der auch als Trainer schon was gezeigt hat, der den Raum betritt, Charisma hat. Der Zidane ist für mich der Einzige, wo ich sagen würde, der wird die Bayern-Spieler nochmal wirklich irgendwie zurechtrücken und der hätte Erfolg. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn jetzt dann, denken Sie wieder drüber nach, den Nagelsmann zurückzuholen. So, lass ja. den Nagelsmann jetzt Bundestrainer. Dann hör auf, Freunde, komm, lass uns doch seriös bleiben. Ich würde den Nagelsmann zurückholen. Irgendwann später zu einem Zeitpunkt, wo der ein gereifter Trainer ist, wo er Erfolge in der Hemisphäre zeigen kann. Aber ich meine, Zidane ist nicht schlecht, wenn da einer nicht spurt, direkt. Das ist kein Problem, gibt es erstmal Kopfnuss. Ja? Schöne Bewegung auch für die Podcast-Hörer. Ja, ich habe gerade die Kopfnuss nachgeahmt. Ja. Aber da ist ja das Ding immer, und da musst du immer reinfahren, worum es bei Bayern geht. Wenn so einer nach Frankfurt, ist mir scheißegal, welche Sprache der spricht. Das reicht, wenn der so macht. In München geht es darum, ja, aber der spricht ja noch kein Deutsch. Könnte ja, aber da hast du, der Ralf auch schon mal gesagt, du hast ja so viele Franzosen und so nach Englisch. Das ist ja wirklich gar nicht mehr Thema. Irgendwie kann der Deutsch oder nicht. Ja. Also, Benni, was meinst du? Wäre sie dann ein Typ für den FC Bayern München als Trainer? Finde ich schon. Also, habe ich jetzt gar nicht, weil ich habe so, De Zerbi ist so mein Favorit, weil er mag die Spielweise von der Mannschaft. Ich habe die einige Mal gesehen. Er spielt einen spektakulären Fußball. Er hat auch die Fußballwelt ein bisschen auf den Kopf gestellt mit seiner Art zu spielen. Mhm. In England mit einer mittelmäßigen Mannschaft, wo er auch die großen Mannschaften teilweise dominiert. Und der hat ich habe sein Spielkonzept mal gesehen, hat er mal vorgestellt. Also und sehe auch, wie die Mannschaft spielt. Der macht jeden Spieler, nicht jeden Spieler, das ist immer so, wo man jeden Spieler besser, aber der holt schon vieles raus aus der Mannschaft und ich traue ihm jetzt zu, auch mal eine große Mannschaft zu trainieren. Das ist Italiener, hat es nicht so weit, also schon in München ist er dann auch. Ist auch nochmal ein Grund irgendwie und der kriegt natürlich auch tolle Kritiken, zu Recht in England. Warum sollte nicht Bayern München trainieren? Ich könnte sagen, der hat noch nie einen großen Verein. Ja, aber irgendwann fängt es ja mal an, einen größeren Verein zu trainieren. Wo kam der her, Ben? Wo kam der her? Der war in Italien. Donetsk hat er kurz trainiert bis zur Ukraine-Krise und dann war er vorher in Sassuolo. Und in der ersten italienischen Liga. Also er hat jetzt, aber trotzdem hat er auch immer eine Art von Fußball, also eine spielerische. Er ist ein Trainer, der sehr aufs Spielerische achtet. Und das wird natürlich zu einer großen Mannschaft noch besser passen, als sagen wir mal zu einer mittelmäßigen Mannschaft, die ja immer zu einer guten Mannschaft geformt hat. Brighton hat er in die Europa League geführt. Also du musst ja auch die Art des Spiels sehen. Und da hat er so spezielle Sachen taktisch und das würde man auch sehen in der Bundesliga. Und das funktioniert in England, da wird es auch hier in der Bundesliga funktionieren. Und er konnte auch nicht richtig gut Englisch und hat es trotzdem hinbekommen, so viel zum Thema Sprache. Ja, und jetzt kommt er nach Deutschland, kann kein Deutsch. Also das ist jetzt kein Argument, so großes Argument. Es spielt natürlich irgendwo in der Entscheidungsfindung ein bisschen eine Rolle, aber nicht übergeordnet. Deswegen für mich ist Servi, aber wenn ich jetzt über sie dann näher nachdenke, macht es schon Sinn. Aber ob er den Drive hat, weil in Madrid hat er ja aufgehört. Es wirkt ja so, ja, ich mache halt das, worauf ich Lust habe und jetzt will ich jetzt gerade keinen Trainer machen und ja, brauche ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob der richtig will. Da kannst du jetzt sagen, wenn Bayern anruft, da überlegt man sich. Aber Zidane kommt in die Kabine und da ist erstmal, also und der hat Feierabend. Eine Aura und er hat ja auch als Trainer die Champions League. Also ist ja nicht so, dass der das jetzt, sagen wir mal, Lothar hat ja den Nachteil gehabt, dass er dann halt nach seiner aktiven Karriere nicht so viel gewonnen hat. Aber der Zidane hat ja auch als Trainer danach gewonnen.
vieles. Also, das sehe ich jetzt, das sehe ich als eine gute Entscheidung an. Zidane, also, wenn Zidane wirklich nach München kommt, mein lieber Scholli, das wäre wirklich Hammer. Ich finde es, ja. Und es gab ja schon, das, man macht viel, also zu Recht, weil das von England immer behauptet wird, man macht die deutsche Liga vielleicht vermeintlich immer ein bisschen kleiner, aber wir hatten auch schon. Ich sag mal, wir hatten auch schon so Tänzer wie Raul in der Liga, wo man sagt, der hat nie einer gedacht, dass der mal in die Liga kommt. Also, und Alonso, da hat es wahrscheinlich auch keiner gedacht, hat gesagt, also das so funktioniert irgendwie. Also da gibt es ja schon ein paar Kandidaten. Kane, wo man sagt, wow, Kane kommt in die Liga. Also ich fände es cool, ich würde das matchen, ja. Mir fallen momentan auch nicht so viel. Also ich bin sehr gespannt. Die Herren, ich würde sagen, aufgrund der Zeit sage ich vielen, vielen Dank, wir werden uns auf jeden Fall ganz bald. Aber jetzt ist natürlich erstmal Champions League angesagt von die Packung. Ich will gerade noch ein Set-Foto machen. Was ist denn live bei BVB zu Gast? Das wissen wir doch. Ich sage vielen, vielen Dank und einen riesen Applaus für Benjamin. Wuhu! Sachs, meine Damen und Herren. Benni, bitte noch dein Schlusswort. Gibt es schon Neuigkeiten von deiner nächsten Trainerstation? Kann man da schon was? Nein, es ist jetzt Crunch-Time. Das heißt also 5 Wochen. Wo natürlich die Karten danach nochmal neu gemischt werden, weil einfach noch viele Auf- und Abstiege ungeklärt sind in allen Top-Ligen und auch erste bis dritte und vierte Liga alles unklar ist. Deswegen, und darauf muss man sich vorbereiten und muss informiert sein, damit du dann nicht irgendwie, ja, wirst du gefragt, die Mannschaft, und dann weißt du nicht Bescheid. Also daher kann jetzt, und das ist ja das schöne Abenteuer, du weißt dann nicht, du packst die Koffer, aber du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Oh. Was für ein Schlusswort. Willkommen in diesem Podcast mit Leini. Aber wie ist das denn dann? Es ist schwer weiterzumachen nach dem Satz, oder? Wie ist es denn dann? Finde ich auch gerade. Es ist echt schwer. Ich glaube, wir brechen hier an der Stelle ab. Nach so einem Satz die Koffer gepackt. Aber du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Eigentlich also, das muss die Überschrift heute werden. Ja. Mindestens. Aber ich muss noch mal nachhaken, wie ist es denn, also jetzt, komm, der Satz war wirklich philosophisch und schwärmerei, aber wie ist es denn dann praktisch? Da klingelt morgens Telefon, musst du dann deine Wohnung kündigen oder machst du da Airbnb draus oder wie läuft es dann? Aber das sind so Fragen, die ich mir einfach. Das sind doch so Orga-Fragen. Also der Satz ist wirklich toll und der bleibt da und wir schneiden den Rest raus, aber dann hast du am nächsten Tag, heißt das dann, okay, also ist jetzt Florenz, wo hast du dann direkt eine Wohnung in Florenz oder musst du da irgendwo beim Kumpel auf dem Boden schlafen? Ich packe dir alles ab. Aber wie ist denn die Orga? Ich lasse alles hinter mir. Ich brauche wieder die neue Herausforderung. Ja. Wo wohnst du jetzt? Wo bist du jetzt daheim? Ich bin in Frankfurt, im Zentrum von Frankfurt, im Herzen von Europa. Yeah. Und hier habe ich natürlich jetzt auch eine Wohnung, die behalte ich auch, unabhängig, ob ich dann an Ort X. Das habe ich aber jetzt vorher anders gehandelt, aber jetzt habe ich mich hier eingerichtet. Und ich kann hier immer wieder in die Heimat zurück, Eltern, Freunde und so weiter. Und das bin hier echt mitten in Frankfurt. Genau, okay. Also das bleibt unabhängig davon, wo ich hingehe. Also daher muss ich jetzt erstmal nichts verbrennen, nichts einreißen. Kein allerdings irgendwelche Nachmieter schon irgendwie auswendig. Und ich würde sagen, dass das Gehaltsgefüge eines Trainers lässt es zu, eine Zweitwohnung zu haben. Kann man das so? Ja, du lebst ja jetzt auch als Co-Trainer dann nicht, solltest du nicht, mache ich auch nicht über irgendwelchen Kosten oder machst du jetzt irgendwelche unvernünftigen Sachen. Nee, das hält sich alles im Rahmen. Also dann nimmst du dir halt auch dort eine Wohnung, musst du jetzt nicht gleich in der besten Gegend, mit der besten Wohnung, mit dem Weiß, weil am Ende bist du ja nur im Trainingszentrum. Also du bist jetzt nicht in irgendein Loch, aber das ist alles, ja. Klar, ist auch typenabhängig. Klar, logisch. Und ist auch, ob du Cheftrainer bist, ist auch noch was anderes bei einem Club. Daher, aber immer schön bescheiden bleiben und wir wissen so. Es bleibt spannend. Heinrich Kraftpark. 5 gegen 5. Hallöchen. Und meine Haare saßen immer. Dafür kann ich sagen. Bitte. Also, wir werden auf jeden Fall, es direkt verkünden, sobald wir wissen, wo der Benni als Nächste seine Trainerstation anbietet. Ihr erfahrt es als Erstes. Yeah, exklusiv. Exklusiv. Ich mache das jetzt auch so wieder mal. Ich stelle mich dann beim Benni vor die Tür. Ich bin hier live in Frankfurt bei Benjamin Sachs. Ihr müsst euch wirklich nochmal diesen Moment angucken. Das fühlt Ebal gibt irgendwelche hölzernen Antworten und guckt dann so in die Runden. Hör doch mal auf damit, als hätte er so Komplizen gesucht. So richtig. Ach, herrlich. Ja, ich sage vielen Dank. Champions League ist angesagt. Ich sage vielen Dank, Benjamin Sachs. Schönen Feierabend. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Abseits der Fußball-Podcast. Mit Nils Suhling. Da geht es dann um WrestleMania. Benni, musst du anschalten. Live from the States, zugeschaltet. Bis dann. Alles klar. Bye-bye. Take care. Ciao. Wie sagt man in Deutschland? Take care. Ciao.